Yeah, Leute, willkommen zurück zu Resident Evil, den Director's Cut. Wir haben dieses Häuschen erreicht, nachdem wir ein paar Hunde erledigt haben und sogar letztens auf Spinne getroffen sind. Und jetzt gehen wir hier einfach mal weiter. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir hier genau hin müssen. Da ist wieder so eine Statue. Ah, da liegen Kräuter. Coole Sache. Brauche ich die jetzt überhaupt alle? Ja, scheiß drauf, nehmen wir sie mit. Warum auch nicht, ne? Ja, wie gesagt, wie ich schon im letzten Part gesagt habe, es ist super, dass das Let's Play scheinbar bei euch sehr gut ankommt. Mehr als genügend, also was heißt mehr als genügend, mehr als zu erwartende Aufrufe. Und ich weiß auch nicht genau, wie lange ich heute aufnehme, aber auf alle Fälle ein bisschen mehr. Also mit 4, 5 Parts werdet ihr schon rechnen können. Das heißt, ich kann auch nicht so schnell auf eure Kommentare eingehen, aber bislang kam eh noch nichts, also ist das jetzt eh nicht so das Thema. Und ja, ihr seht schon, ich habe mal eben offscreen die Pistole geholt, weil die normalen Zombies, die auftauchen, die will ich nicht mit der Schrot erledigen. It's locked. The plate says 002. Ach du Scheiße, brauche ich hier einen Schlüssel? Ah, hier kann ich rein, alles klar. Schauen wir mal, was hier ist. Okay. What the fuck is going on? Ah, was ist das jetzt? There is a panel with number keys. Ja. Neun. Drei. Sechs. Was ist denn das? Ehrlich jetzt, was ist denn das? Wir müssen die Tür hier irgendwie aufkriegen. Und ich schätze mal, dass wir das nur mit dem hier kriegen. 3, 6, 9. Ja, ich habe gerade ehrlich gesagt keinen Dunst, was ich hier überhaupt drücke. Wir müssen wahrscheinlich dafür sorgen, dass alle Lichter leuchten. Ich habe aber trotzdem keine Ahnung. Da scheiße ich jetzt drauf, ehrlich gesagt. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf, das die ganze Zeit zu machen. Nee, da geht zu viel Zeit drauf. Gut, dann gehen wir mal hier entlang. Was ist denn das? Ein Bienenkokon? Ein Schlüssel. Dormitory Key. Was auch immer das sein soll. Ach du Scheiße. Bienen, Bienen. Ach du Scheiße. Ja, ich überprüfe mal den Schlüssel. 002 steht drauf. Alles klar, jetzt können wir in diesen 002 Raum. Da gehe ich auch direkt hin. Ja, aber sonst stechen mich die beiden. Und die können auch vergiften, soweit ich weiß. Zwei? Das sind ja gleich Dutzende. Ach du Scheiße. Ja, das war im Remake auch. Ich darf mich nicht beschweren. Gut, dann gehen wir mal hier entlang. You have used it. So. Ja, den schmeißen wir mal weg. Weil den brauchen wir eh nicht mehr. Sehr gut. Sehr gut. Weg damit und durchgehen. Ich bin aber gespannt, ob wir Barry wieder mal treffen. Kaum da auf. Was ist das hier? Ah, eine Karte. Ja, ich brauche diese ganzen Karten eigentlich nicht, aber egal. Plant 42 Report. Ja, das ist ein Report über die Pflanze 42. Das ist nämlich der Hauptgegner hier. Ich werde das nicht vorlesen, weil, wie gesagt, das bringt euch nichts, wenn es Englisch ist und für mich auch nicht so. Aber egal, ich kenne mich nämlich da eh schon relativ gut aus, worum es eigentlich geht. The desk is locked. Will you use the lockpick? Ja, warum nicht? Ah, shells. Jawohl, sehr gut. Nehme ich gerne an. So. Okay, da können wir auch was machen, aber zuerst gehe ich noch in den anderen Raum da rein, weil da ist noch eine Tür. Ja, genau. Weil ich glaube, hier müsste auch noch was liegen. Was genau, weiß ich jetzt nicht, aber
Irgendwas auf alle Fälle. Da, ah, ein Zombie. Ja, stirb, Kumpel. Du mit deinem weißen, abgefuckten Hemd. Okay, der ist schon tot. Der hält nicht viel aus. Jawohl, wieder Pistolenmunition, obwohl die Pistole mittlerweile nicht für den Arsch, aber nicht mehr so notdringend ist. So. Da ist auch nichts mehr drinnen. No water is left. Alles klar. Ich glaube, im Remake war da was anderes drinnen. Bin mir jetzt allerdings nicht ganz sicher. Korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege. So. Dann müssen wir jetzt... Achso, ich kann das... Okay. Und das hier wahrscheinlich auch zur Seite, ne? Jawohl, da können wir runter. Schauen wir mal, was unten ist. Ja. The Ladder. Die Leiter. Ich find's nur geil, dass jetzt der Ingame-Sound so mitspielt. Okay. Was ist denn hier alles? Ach so, ja, ich kenn's schon wieder. Ja, ein typisches Resident Evil-Rätsel. Die Dinge müssen wir da jetzt einfach reinschieben. Dann bildet das, glaube ich, eine Brücke. Ja, viele werden jetzt sagen, ich dachte, du kennst das Spiel nicht. Ich habe es einmal durchgespielt und gerade bei Resident Evil ist es halt so, man spielt es einmal durch, dann kennt man es. Und gerade bei mir ist es wirklich so, bei Spielen, wo ich mir selber sage, ja, die spiele ich wirklich gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, die spiele ich gerne durch und merke mir eigentlich fast alles, aber hier passt was nicht. Ja, ihr habt schon gemerkt, ich muss das Ding ein bisschen an die Kante schieben, damit ich es ein bisschen herausziehen kann. Weil sonst kann ich es nämlich nicht auf den Weg schieben. Das ist ein Problem. Ja, nochmal ein Stück. Jawohl. Sehr gut. Gut. Dann schieb mal das Teil. Jawohl. Sieht zwar ein bisschen komisch aus. Moment, ich gehe jetzt mal in die Mitte. Sehr gut. Von hier aus geht es sich besser aus, nehme ich mal an. Auf alle Fälle. Sieht sehr sexy aus. Ja, ich weiß nicht, was ich immer mit meinem sexy habe. Aber macht ja nichts an dieser Stelle, ne? Ja, komm schon heute noch. So. Gut. Habe ich sie zu wenig? Willst du mich verarschen? Hä? Okay. Ja, ihr habt's gemerkt. Ich muss die Kiste noch ein bisschen weiter wegschieben. Ja, ich gehe nochmal rauf. Und dann muss ich nochmal runter. Ja, aber jetzt schiebe ich sie direkt hin, damit ich nicht so viel Zeit verplempere, weil das dauert mir sonst zu lange. Das waren so Momente im Spiel, wo ich wirklich sagen muss, kotz mich nicht an. Aber man kann es leider nicht beeinflussen. So. Gott sei Dank tauchen hier keine Gegner auf, muss man schon sagen. So. Und jetzt soll ich sie ganz an die Wand? Ja, ist eh egal. Ganz an die Wand ist immer am besten. Sehr gut. Ja, anders geht's wahrscheinlich. Ja, genau. Wir schieben das Teil jetzt einfach mal nach vorne. Und dann erst die anderen Kisten. Dann geht das ein bisschen schneller. Und wer von euch findet auch, dass dieses Barett, das sie da trägt, extrem hässlich ist? Also ich persönlich finde es halt nicht unbedingt schön. Und der Ingame-Sound ist ja auch total verstörend, wenn ihr mich fragt. Aber gut, Jill muss damit leben, nicht ich. So, jetzt kommen wir mal die anderen. Ach so, das wurde gespeichert. Ja, auch geil. Das wusste ich nicht, dass das gespeichert ist. Coole Sache. So. Gut. Dann haben wir jetzt die Brücke vollendet. Sehr gut.
Wasser und grüne Kräuter. Das weist immer auf Gegner hin. Ja. Soll ich hier was kombinieren? Naja, vielleicht kommen wir nochmal her. So. Ach du Scheiße. Ja, ich weiß schon, was hier ist. Und es ist verdammt nochmal nicht gut. Super, da ist gleich ein Raum. Ja, das sind nämlich Haie, glaube ich. Oder zumindest irgendwelche großen Fische. Die uns nicht besonders mögen. Was ist denn das? Eine Wurzel? There is a bag here. Nothing useful inside. Und was ist das hier? It's looking like a plant root. Ja, das ist eine Pflanzenwurzel. Das ist nämlich die Wurzel von Pflanze 42. Ja, das wird jetzt gefährlich, weil diese scheiß Haie, die machen immensen Schaden. Außer ich habe Glück und die treffen mich nicht. Aber Jill bewegt sich ja durch das Wasser relativ langsam. Ja, da ist er schon. There is no keyhole. Oh, oh, oh. Es lockt. The door says control. Oh, du Scheiße! Ja, der hat mich gleich. Und ein zweiter Kleiner ist auch noch dabei. Ist das ein Mama-Hai? Sieht so aus. Ja gut, da können wir hier eh nichts machen. Verstehe ich jetzt aber nicht ganz. Egal, macht nichts. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht oder gar nicht gemacht? Ja, die meisten von euch, die das Spiel kennen, die werden jetzt sagen, das und das musst du machen. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gerade wirklich nicht, was ich machen muss. Und jetzt hast du nasse Füße, Jill. Hoffentlich erkennt sie sich nicht. Aber egal, ich trinke mal einen Schluck. Prost. So. Ja, wo muss ich das... Was muss ich jetzt machen? Normalerweise muss man nämlich das machen. Ich habe wirklich keine Ahnung momentan. Haben wir jetzt nicht einen Schlüssel bekommen? Nee. Nee, haben wir nicht. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? It's locked. The plate says 003. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Verdammt nochmal. Ach ja, da war ja noch eine Tür. Ich weiß zwar nicht, ob wir die öffnen können, aber... Ich guck mal rein. Und ich will das ehrlich gesagt jetzt nicht rausschneiden. Ich weiß nämlich, dass wir zuerst das Wasser ablassen müssen. Und dann erst die Pflanze bekämpfen. Und für dieses Bekämpfen geht es sogar einen kleinen Trick. Aber jetzt lege ich zuerst ein bisschen was ab, was wir nicht mehr brauchen. Also die Kräuter auf alle Fälle brauchen wir momentan nicht. Zumindest nicht alle. Speichern tue ich nicht momentan. Brauche ich nicht. Ja. Boah, wir haben scheiß viel Heilung. Ja, die sind alle vollständig. Ja, lassen wir mal zwei dabei, weil es egal ist. Ein bisschen Heilung schadet nie, wenn man dabei hat. Und wir haben jetzt schon so viel Heilung abgelegt, das ist der Wahnsinn. Also das kann unmöglich der schwierige Schwierigkeitsgrad sein. Okay, hier waren wir noch nicht drin, alles klar. Ja, kann mal passieren, dass man eine Tür besieht, ne? Ah, ein Zombie. Hey, Kumpel. Der Arm ist aber abgefallen. Cool. Ja, du lebst noch. Boah. Kotz mich nicht an, Kumpel. Der hält mir jetzt ein bisschen zu viel aus. Aber da ist ja noch einer. Kommst du auch, Kumpel? Oder muss ich dich extra per Express holen?
Ja, genau, du stirbst auch mal, Kumpel. Ist ihm auch der Arm abgefallen. Ja, geiler Shit. Jawohl, der ist auch tot. Sehr gut. Ja gut, ein Schuss. Super. Wieder mehr Platz. Ist hier was? Nee, scheinbar nicht. Aber da ist wieder was zu lesen, oder? Das ist das rote Buch. Ja, das schauen wir uns noch an. Ich glaube, da ist nämlich was drinnen. Ja. All pages are blank. What is for? Ah, ich weiß schon, was es ist. Ja, ich kenne mich schon wieder aus. Da ist nichts drinnen. Seltsam, aber naja. Dann müsste hier nämlich der Schlüssel drinnen sein, den wir jetzt brauchen. Ja. So. Ja, genau, da drinnen müsste er sein. The bathtub is filled with muddy water. Jawohl, und was ist da drinnen? Der Sea Room Key. Was genau heißt Sea Room in diesem Fall? Ja, ich schaue es mir noch mal an. Okay, da steht nichts oben. A carving of a moon. Okay. Nee, Leute, aber ich würde an dieser Stelle sagen, sorry, wenn die Parts immer so kurz werden, aber wie gesagt, das Let's Play wäre sonst zu schnell vorbei. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein zu Resident Evil, dem Director's Cut. Bis dahin, macht's gut, Leute!